Sie sind hier, 24. Januar 2019, 12 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Bayerns Renato Sanches stand vor einem Wechsel zu PSG Urheberrecht Getty Images München. Renato Sanches soll kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain gestanden haben. Doch die Vereine konnten sich nicht einigen. Renato Sanches konnte in dieser Saison beim FC Bayern zwar schon unter Niko Kovac überzeugen, der endgültige Durchbruch ist ihm aber nach wie vor nicht gelungen. Im Trainingslager in Doha sagte er im Gespräch mit Sport1: "Ich bin glücklich, aber natürlich will ich mehr spielen." Dies soll Paris Saint-Germain ermutigt haben, das bereits im Sommer geäußerte Interesse zu erneuern. Nach Informationen des Fernsehsenders Sky hatten Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić und sein Pariser Kollege Ante Ruhenrik intensiv über einen Transfer von Renato Sanches verhandelt. Doch der Deal kam nicht zustande, da die Vereine unterschiedliche Vorstellungen bei der Ablösesumme hatten. Demnach sollen die Clubs rund 15 Millionen Euro auseinandergelegen haben, zu viel für die Bayern-Verantwortlichen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr